Moin moin Leute, was geht ab? Goose hier, wieder am Start in der Fetzo TV, ihr wisst Bescheid. Bannersaga, Episode 11 müsste es sein. So, wir sind hier im Lager und ich habe gerade keine Ahnung mehr, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Deswegen gucken wir mal eben, ob wir noch unsere Helden ausrüsten müssen, ob wir rasten müssen, ob wir irgendwas tun müssen. Ja, wir haben Verletzte, wir rasten gleich. Und wir haben auch Leute, die im Level aufgestiegen sind. Jetzt ist natürlich die Frage, wollen wir Bersi oder Versold? Ich finde Versold cooler. Blub. Und schon ist es passiert. So, Ludin einmal upgraden. Gar kein Problem für uns. Zack, bumm. Das hat er schon. Dann würde ich Ludin ganz gerne, glaube ich, lieber mehr Schildpower geben. Auf ihn brauchen wir nicht warten. Also rasten wir nur einen Tag. Haben wir noch... Können wir das irgendwie umverteilen? Ne. Können wir nicht. Wir können es nicht so umverteilen, dass wir die Bände auch noch verteilen können. Das geht leider nicht. Dazu müsste entweder Hakon oder Ludin 4 sein. Was nicht der Fall ist. Also bleiben wir dabei. Und rasten mal eben einen Tag. Zack, Moral gestiegen. Sehr schön. Training brauchen wir nicht. Und weiter geht's. Und da passiert auch direkt das nächste. In der Ferne siehst du Rauch über den Bäumen aufsteigen. Wüter sind nicht dafür bekannt, dass sie Feuer legen, kommentiert Mogrim. Aber man kann damit ihre Aufmerksamkeit erregen. In den großen Kriegen haben wir solche Feuer benutzt, um sie zu lenken. Ja, aber nach einer Weile sind sie dahinter gekommen, wirft ein anderer Krieger ein. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was Versolds Stimme war. Deswegen erfinden wir einfach eine neue. Es könnte auch jemand sein, der unsere Aufmerksamkeit erregen will, macht Versold geltend. Auf diesem Weg werde... Ach, oh, okay, erstmal sammeln. Auf diesem Weg wurde die andere Gruppe aus Schlitt geschickt. Wie man es auch dreht und wendet, es wird Zeit kosten, sich Klarheit zu verschaffen. Ich bin immer kein Freund davon, immer nur ein paar loszuschicken. Die kommen sowieso nicht zurück. Deswegen gehen wir selbst nachsehen und checken, was passiert ist. Die Kampfgeräusche vor euch lassen euch durch das Unterholz preschen, wobei ihr toten Wal und Wütern ausweichen müsst. Ihr geratet in eine Szene des Gemetzels. Zahlreiche Wal sind von Wütern umzingelt. Erklärungen müssen warten. Auf in den Kampf. Nice. Kämpfe sind immer super. Super, super. Ja, auf geht's. Bist viel zu weit weg. So. So. Ich hätte gerne, dass du dich da vorstellst. Und deinen Schmerzbringer anwendest. Einen Schmerzbringer hätte ich mir sparen können. Ich hätte vielleicht lieber... erstmal schalten wir das ein. So. Ah. Da probieren wir doch mal was. Okay, das funktioniert nicht so, wie ich gehofft habe. Aber gut, er hat seinem Kumpel hier mit... Ah, den kann ich direkt umhauen. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob ich hier stehen kann oder ob ich da stehen muss. Ich will kein Risiko eingehen, deswegen gehe ich jetzt direkt hier hin. Und dann hauen wir den einfach um, oder was? Ah, Hakon hat schon wieder so viel Schild verloren. So, Ludin. Lauf mal um ihn rum. Und dann spieß ihn auf. Oh, Hakon. So, du scheinst sehr immobil zu sein. Nee, da nicht. Lauf mal lieber... Lauf mal erstmal dahin, hier sind mehr Gegner. Ja.
Autsch. Okay, das allerdings sieht ganz gut aus. Kannst du von da, kannst du nicht. Alles klar. Lauf mal dahin. Kannst du immer noch nicht. Gut, dann bist du völlig nutzlos für mich gerade. Sehr schön. So. Einmal hier rum. Und umhauen bitte. Danke. Oh ja, bitte. Oh, das war insgesamt gar nicht so schlecht. Mit ihm muss ich jetzt lieber abhauen. Er wird sowieso drauf gehen. Warum ist ausgerechnet Hakon mein Schlechtester? Oh ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Oh, das wird ein Fest. Tut mir leid, Mogre, aber das muss sein. Ach ja, Hakon, mein Freund. Okay, wenn ich hier hinlaufe, brauche ich nur einen und ich kann ja schräg angreifen. Zack, zack, weg. Oh, er hat widerstanden. Ah, sehr schön, er kann jetzt auch mal was reißen hier. Was ist denn Heimtücke? Betroffener Gegner greift in seinem nächsten Zug diesen Helden an. Provoziert eine benachbarte Einheit. Na gut, dann machen wir ihn. Das war gar nicht so verkehrt. Oh, das wird schön. Das wird schön. Ja, Mist. Mit Moga komme ich da jetzt gar nicht mehr ran. Dann hol dir mal Willenskraft zurück. So. Wie viel kannst du da reinlegen? Nicht so viel. Ich könnte nochmal wirbeln. Das würde nur Mogre treffen. Dann mache ich das, glaube ich, auch. Ne, ihn auch. Egal, komm. Soll der Geiz. So, Ludin. Okay. Was passiert, wenn er jetzt hier hinläuft? Ich muss ihm mal eben einen Willenskraft geben. Und ich ihn aufspieße. Er kann ihn ja gar nicht zurückstoßen. Okay, gut. Das war auch mehr ein Experiment, als dass ich wirklich wissen wollte, was dann... Ne, also ich wollte wissen, was dann abgeht. So. Was hat Versold eigentlich für eine Waffe? Irgend so eine Art Dornkeule. Oh, ich kann ihn gar nicht angreifen. Ich muss erstmal ein bisschen auf Abstand gehen. Ah, vielleicht ein bisschen weit. So. Zack, zack, zack. Bam. So, jetzt kommst du aber ran. Hast aber immer noch nicht genug. Oh, das ist nur Rüstungsschaden. Da komme ich mit klar. Okay, er kann ihn nicht umhauen, deswegen kann ich ruhig nah reingehen. Mal eben schnell einen Willenskraft verpassen und umhauen. Und Ludin. Ludin kann ihn jetzt finishen. So, will ich noch eine zweite Runde wagen. Ja, komm. Der ist immer verletzt. Ich weiß nicht. Ach, diesmal passiert es gar nicht erst. Okay. Ach, das war auch nur, wenn Krieg ausbricht. Alles klar. Nach dem Kampf legt ein Wal seine Axt weg und steckt sich eine Pfeife an. Hakon grüßte dich. Wie gut, dass du unser Signal gesehen hast. Er erklärt, dass sie aus Schlitt kamen und umzingelt wurden. Sie erblickten euch in der Ferne und entfachten ein Feuer, damit ihr sie bemerktet.
das Risiko eingehend, dass auch die Wüter sie bemerken. Nun füllt ihr beachtliches Kommando die Reihen deiner Karawane. Sehr schön. Wow, 280 Wale und 40 Vorräte. Insgesamt trotzdem weniger. Also auf die Tage gerechnet. Morge sucht dich im Vertrauen auf. Ich habe einige Krieger verschwinden sehen, sagt er. Zuerst dachte ich bilde es mir nur ein, aber jetzt bin ich sicher, dass schon mehrere weg sind. Menschen die meisten, aber auch Wahl. Ich werde nicht schlau daraus. Wenn sie einfach getürmt sind, kannst du das nicht durchgehen lassen. Ich würde sagen, wir fragen erstmal Ludin, was das soll. Das habe ich angeordnet, sagt Ludin. Sagt Ludin, als du ihn zur Rede stellst. Ich habe meine Männer ausgeschickt, um das Gold zu bergen, das du zurückgelassen hast. Wenn du nicht willst, dass deine Krieger mitgehen, solltest du sie besser unter Kontrolle halten. Ja. Ich glaube, der muss einfach mal, der muss einfach mal wissen, was hier Phase ist. Eigentlich war ich ja immer eher der freundliche Typ, aber der geht mir mittlerweile so auf den Sack. Der schnelle, wohldosierte Schlag trifft ihn völlig unvorbereitet. Er geht zu Boden wie ein Mehlsack. Mogre seufzt. Das wird die Verhandlungen erschweren. Die Angelegenheit spricht sich in Windeseile herum. Einen Tag später liegt ein Haufen Gold und Silber vor deinem Zelt. Du bringst das zu Ubin zurück, der nur den Kopf schüttelt. Ja, das hat Ludin wahrscheinlich nicht so gut gefallen. Deine Krieger verlangen eine Pause. Seufzend lässt du die Karawane anhalten, aber eigentlich spürst du die Höhe und deine Erschöpfung ebenfalls recht deutlich. Na gut. Moge lehnt sich auf einen umgestürzten Baumstamm und fummelt mit einem Stück Brot herum. Wird kälter, meint er und starrt in die Ferne. Du siehst Grathorn, das am Rand der Berge eben zu sehen ist. Ein Schwarm Raben gleitet am klaren Himmel in die Richtung des Forts. Wir sollten diesen Vögeln folgen. Nee, Moment, das hat auch Mogel gesagt. Wir sollten diesen Vögeln folgen. Alles klar mit dir? Ohne weitere Worte rennt Mogel auf die Vögel zu und stolpert über die Klippe. Plötzlich segelt er durch die Luft und schlägt wild mit den Armen. Er stürzt auf Grathorn zu, bevor er in Flammen aufgeht und in den Turm stürzt, der daraufhin bröckelt wie ein Holzscheit auf einem Lagerfeuer. Nee. Träume ich oder was? Du denkst, dass du den Verstand verloren hast. Dann wachst du auf. Du kannst dich nicht erinnern, das Lager aufgeschlagen zu haben oder vor den knisternden Scheiten eingeschlafen zu sein. Was ist los? Murmelst du. Mogel kommt zu dir ans Lagerfeuer. Hakon, hast du das gesehen? Fängt er an. Ja. Ihr kommt überein, dies für euch zu behalten. Ach, die Perspektive von Mogel wäre witzig gewesen. Okay. So, wir müssen, glaube ich, ein, zweimal rasten wegen Hakon. Ja, drei. Na gut, erstmal Irsa befördern. Zack, zack. Bestätigen. Ups. Na, er konnte eh nichts machen, das ist schon okay. Eins, zwei, zwei. Und Nummer 3. Und los geht's. So, die Ereignisse lassen meistens nicht lange auf sich warten und da haben wir schon eins. Bestimmt hast du es auch gesehen, sagt Mokre. Wir werden verfolgt, seit wir den Götterstein verlassen haben. Sind uns Wüter auf den Fersen. Und nicht wenige. Vor uns sind bestimmt auch noch einige. Aber in einem halben Tag erreichen wir einen dichten Wald. Da können wir sie abhängen. Ich würde sagen, ja, wir kämpfen gegen die, oder was? Nein, wir bleiben hier und bereiten uns auf einen Kampf vor. Gut, sagt Mokre. Ich gebe den Kriegern Bescheid. Sei vorsichtig, Hakon. Du solltest jetzt keine Risiken eingehen. Das Schlachtfeld ist voller Reihen von Wütern. 1053. Aber ich habe mehr. Sogar von hier aus kannst du sehen. Ja, ja. Angriff. Auf in die Schlacht. Ja.
Auf geht's. Oh, das ist ein merkwürdiges Schlachtfeld. Ein bisschen dichter ran und auf geht's. So, Mogel fängt an. Die Typen hier will ich als erstes ausschalten, weil die Verstärkung rufen können. Das reicht sogar. Jetzt kann Hakon mal richtig einen rausholen. Sehr schön, Hakon befördert. So, 8, das reicht zwar nicht, aber wie gesagt, die müssen als erstes weg. Ich nehme auch nur die 8. Weil es fürs Erste einfach reicht. So. Ich probiere mal was aus. Ich schiebe mit Ludin ihn daran, damit ich vielleicht einen Wirbelwind gleich machen kann. Okay. Okay, von da komme ich daran. Ja, ich provoziere den mal. Jetzt fängt er nämlich an mit dem Scheiß. Und ich kann es, glaube ich, nicht verhindern. Ach, nur ein Schaden. Nee. Okay, kann ich irgendwo eine gut platzierte Schlacke werfen? Wahrscheinlich, wenn ich hier hingehe. Ja, das müsste klappen. Immer noch nicht. Dann lieber voll auf ihn. Egal wo er hingeht, er muss auf jeden Fall über die Felder laufen. Ja, komm. Hat leider nur 3 reinlegen. Deswegen mal eben ohne Willenskraft. Dann macht er schließlich auch keinen Schaden mehr. So, sehr gut. Er hat es noch nicht geschafft zu rufen. Und du bist raus, mein Freund. So. Und du auch. Ist nicht das meiste, aber was soll ich tun? Er kann eh kaum noch Schaden machen. So, die muss jetzt irgendwie so weit weg wie möglich. Und mit. Ich hätte gerne da eine hingeworfen. Gut, dann schieß halt einfach. Ja, zerstöre ruhig seine Rüstung. Wahrscheinlich kommt er jetzt eh rum und tötet ihn. Oder sie, besser gesagt. Nee, tut er nicht. Das ist sehr gut für uns. Ja komm, Mogel, du kannst auch mal wieder einen ausschalten. Oh, das tut weh. Na, geht noch. Okay, Hakon. Hakon kann jetzt mal ein bisschen was sammeln an Kills hier. Das ist sehr schön. Oh, das ist nicht gut. Autsch. Okay. Du machst dich erstmal auf den Weg zurück und überspringst den Zug. So, Ludin. Nee, komm. Mach mal dein Aufspießen hier. Schieb den mal rüber zu Gunulf. Machen wir. Dann macht er halt auch schon mal keinen Schaden mehr. Mogel kann ihn jetzt auch. Ne, ich komme leider nicht ran.
Dann eben doch. So. Das ist jetzt ein wenig problematisch. Oh, drei. Nee, komm. Ja, das reicht. Natürlich töten wir noch ein paar auf der Flucht. Oh, come on. Das sind noch kein paar auf der Flucht. Das sind genauso viele wie beim ersten Mal. Okay, ich müsste ihm zwei Willenskraft geben, damit er ihn zumindest schon mal anpieken kann. Und das sind alles drei Leute, die weitere rufen können. Okay, wir machen das anders. Leute, zieht euch auf einen Haufen zurück. Was? Wie viel Schaden macht denn der bitte? Das ist gut. So viel Schaden wie möglich, damit er wiederum keinen machen kann. Den kann ich direkt ausschalten. Das tat auch weh. Shit. Ach, Ludin. Okay. Ja, der ist ja nun auch schon ziemlich angeschlagen. Das bringt mir sogar gar nichts. Ich muss den irgendwie... Ja, hier muss ich hin. So. Ja, das bringt auch alles nichts. Kann nur ein bisschen Rüstung zerreißen, aber das war's auch. Mogrel. Kann auch keinen Schaden wirklich machen. Kann auch nur Schmerzbringer. Und Ludin ist weg. Oh ne, er lebt noch. Sehr schön. Ich glaube, ich will lieber seine Rüstung zerreißen. Töten kann ich ihn eh nicht. Ah, ist vielleicht trotzdem besser. Kann der schon mal kaum noch Schaden machen. Das war ganz schlecht. Komm, nimm noch so viel Rüstung mit, wie du kannst. Du bist auch tot. Ja, die Runde habe ich verloren. Oder lieber... Nee. Du bist auch weg. Ja, war aber auch krass, dass so viele jetzt gekommen sind hier. Und tschüss, Ludin. So. Vielleicht kriegen wir noch einen. Den können wir vielleicht noch irgendwie mitnehmen hier. Mal sehen. Ja, jetzt fängt er damit an. Aber das hilft dir nicht. Der hat gesessen.
Alles reinlegen. Na, jetzt fängt er wieder an. Jetzt ist Mogre dran. Bringt jetzt nicht das meiste, aber ich mach's trotzdem. Ist nur eine Rüstung. Hätte ich auch so. Oh shit. Na. Ah. Und das war's. Gut. Kann ja auch keiner mit rechnen, dass da so viele nochmal wiederkommen. Das wäre echt krass. Oh, 77 war. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Aber insgesamt glaube ich trotzdem okay. Erfolg kann man ja schlecht sagen. Es waren zu viele. Verwundet bläst du zum Rückzug und schaffst es, Richtung Wälder zu entkommen. Hoffentlich wird die Lage nicht noch schlimmer. Na, bitte mal hier ein Lager aufschlagen, ganz schnell. So, die dürfen alle verletzt sein. Sehr schön. Okay, Mogre. Einmal Level Up bitte, danke. Zack, zack. Zack, zack. So, den haben wir jetzt auf Level 5. Dann kannst du das Ding hier kriegen. Diese dunkle Steinglocke hat so einen tiefen Klang, dass man sie kaum hören kann. Rüstung in Ruhe, zieht Angriffe an, ein Stärke. Das ist echt perfekt für ihn. Das Teil hier würde ich jetzt gerne Harkon geben, aber ich glaube, ich habe nicht mehr genug. Ne, 15 brauche ich. Ich habe nur noch 9. Schade. Kann ich das irgendwie anders noch aufteilen? Ich glaube nicht. Ne, leider nein. Aber der Gegenstand ist sehr gut, den Mogre jetzt hat. Also eben schnell dreimal rasten. Seid jetzt wieder alle auf dem Damm. Jo. Gut, Leute, wir sind wieder ein Stückchen vorangekommen, haben wieder ein paar Wüter erledigt. Episode 11 ist damit erstmal wieder am Ende. Die nächste folgt quasi auf dem Fuße und dann machen wir hier direkt weiter. Macht's gut, Leute, checkt uns Facebook, Twitter, lasst uns Sub da, lasst ein Like da. Abspann kommen. Tschüss.